Schön, dass du bei dieser Meditation dabei bist. In dieser Meditation werden wir nämlich alle deine Gefährten rufen, deine Engel rufen, um einfach wirklich eine Verbindung zu ihnen zu schaffen, ihnen auch mal Danke zu sagen und ihnen zu danken, dass sie dich wirklich begleiten, dich beschützen, dich behüten. Für diese Meditation wäre es sehr hilfreich, wenn du wirklich sitzt, ganz gemütlich sitzt und ja, wirklich einfach mal deine Schultern tief nach hinten kreisen lässt, alles einfach mal ganz locker fallen lässt, deine Hände mit den Handflächen nach oben auf den Knien ganz sanft legst, deine Augen schließt und erstmal durchatmest. Atme ein paar Sekunden ganz in Ruhe für dich. Höre auf die Musik und entspanne ganz locker und leicht. Und jetzt stell dir vor dir erscheint eine Tür und die Tür ist strahlend gold, eine goldene, wunderschöne Tür. Öffne nun die Tür. Du stehst jetzt auf einer wundervollen Wiese, saftig grünes Gras, strahlend blauer Himmel. Schau dich um in dieser Welt. Geh ein wenig rum. Erhalte einen Eindruck. Und jetzt siehst du da in der Ferne eine Gestalt, die wirklich leuchtet, präsent leuchtet. Und du weißt, dass es dein Schutzengel ist. So strahlend hell kann nur dein Schutzengel leuchten. Geh mal zu ihm hin. Wie sieht er aus? Was trägt er? Was sagt dein Schutzengel zu dir? Was möchtest du deinem Schutzengel sagen? Du hast die Möglichkeit, ihm jetzt alles zu sagen, ihn zu danken, ihn um etwas zu bitten. Du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Er beschützt, begleitet und behütet dich jeden Tag. Du hast jetzt die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Lächel dich nun an und du lächelst zurück. Du weißt, dass er gehen muss und du lässt ihn gehen, denn du weißt, du kannst jeden Tag Verbindung zu ihm aufnehmen, ihn rufen in einer Meditation. Und nun gehst du weiter den Weg, lässt dein Engel auch gehen. Nun siehst du einen kleinen, wunderschönen Bach. Du hörst das Plätschern des Wassers. Du siehst, wie der Bach entlang läuft. Und dort ist eine Bank. Und du setzt dich nun auf die Bank, guckst ein wenig auf das plätschernde Wasser. Und nun bittest du, dass deine anderen Gefährten, die für dich da sind, deine geistigen Gefährten, die dich beschützen, behüten und begleiten, erscheinen dürfen. Du hast auf deiner Bank noch ganz viel Platz. Ruhig ein, sich neben dich zu setzen. Spürst du was? Spürst du, dass etwas warm wird oder etwas an deiner Schulter, deinen Arm kribbelt? Siehst du sie in der Meditation? Guck mal, ob du etwas wahrnehmen kannst. Ob du etwas fühlst oder auch nicht. Egal, ob du etwas siehst oder nicht. Bedanke dich bei deinen geistigen Gefährten. Sag, was du schon immer mal sagen wolltest. Du kannst dir natürlich auch etwas wünschen, was du schon immer wolltest. Verabschiedest du dich auch von ihnen? Sag ihnen, sie können sich entfernen, sie können gehen. Steh von der Parkbank auf, geh noch ein wenig auf diesem wunderschönen Weg, auf diesem saftigen Gras. Lass noch etwas der Sonne auf dich scheinen. Jetzt erscheint wieder die goldene Tür. Du gehst zu ihr hin, gehst durch sie durch und bist jetzt wieder im Hier und Jetzt angekommen. Du bist wieder ganz in deinem Körper. Beweg dich leicht, atme wieder tiefer ein und aus. Wenn du soweit bist, darfst du die Augen öffnen. Und du darfst natürlich wie immer ganz gerne mir, beispielsweise auf Instagram, über deine Erfahrungen berichten, einfach schreiben, wie es dir ergangen ist, was du gefühlt, was du gesehen hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bei der nächsten Meditation wieder mit dabei bist. Ich wünsche jetzt noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du mitgemacht hast. Deine Simone.